Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge First Dates. In dieser Folge wird wieder verkuppelt. Wir gucken uns zwei fremde Leute an, die sich gemeinsam annähern. Und ja, ihr wisst ja, wie das Prinzip funktioniert. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Cedric, ich bin 25 Jahre alt. Warte mal, seit gestern bin ich 26 Jahre alt. Ich bin 26 und komme aus Köln. Und ich glaube, somit hätten wir die wichtigsten Details geklärt und können direkt rein in die Schweinerei. Let's go. Okay, ja, mein Name ist Ronja, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus dem schönen Wiesbaden. Die Ronja ist eine hübsche, wa? Müssen wir vielleicht das Blatt vom Mund mal wegnehmen und auch einfach mal aussprechen, was wir denken, liebe Freunde. Ist eine hübsche. Ist eine hübsche. Ich habe so Lust, mich wieder zu verlieben. Let's go, Ronja, ja! Wirklich, wirklich verliebt zu sein, das ist bei mir auch schon eine Zeit lang her. Und ich vermisse das Gefühl. Hallo. Hallo. Schau mal das Grün an. Ja. Wie geil, passend. Oder? Mega. Ja. Sehr, sehr passend. Cringe, stille Schweigeminute vielleicht zwischen reinballern. Wie lange hast du ausgewählt? Ging relativ schnell. Was mit Freunden und habt das Outfit gemeinsam ausgewählt, ehrlich? Ja. Was wäre die Alternative gewesen? Eine Lederjeans und ein Oberteil einfach. Boah, Lederjeans ist schon auch gut. Ich fühle diese Lederjeans gar nicht, ne? Also ich persönlich, ich check, wenn man das so zum Feiern anzieht und so, aber diese Lederhosen-Dinger, ich weiß nicht, ich finde, das hat immer so, also keine Ahnung, ist nicht so meins einfach. Wenn man Hosen anzieht und von der Seite... Nee. Was ist dann? Dann sieht man... Wenn man isst, dann hat man so ein Foodbaby. Was hat man? Ein Foodbaby. Und das war so ein bisschen... Foodbaby? Ja. Ich habe immer ein Foodbaby. Du meinst wie ein Bauch? Ey, das ist krass, ne? Also da nochmal an die, also den Rändern muss man auch ab und zu mal Sachen zweimal erklären. Also hin und wieder mal muss man noch was zweimal erklären. Ich habe aber was für euch und ich glaube, das werden alle verstehen. Und ich habe aus den letzten Videos gelernt, liebe Freunde, ich halte meine Werbung kurz und knapp. Jeder von uns hat so ein Ding zu Hause, aber nicht jeder hat den passenden Tarif. Denn ich kann euch einen unglaublichen Deal vorstellen, den ihr zum Preis vom M-Boost-Tarif bekommt. Und wie versprochen, ich halte mich kurz und knapp. Ihr bekommt das iPhone 15 Pro, unbegrenztes Datenvolumen statt nur 50 GB. Und der Preiskracher an der ganzen Sache ist, dass es nur 54,99 € kostet. Also ihr spart euch ganze 25 Euro im Monat. Außerdem gibt es einen 0-Euro-Anschlusspreis und die Laufzeit ist für 36 Monate. Also wenn das nicht nach einem guten Deal klingt, weiß ich auch nicht. Für alle, die Interesse haben, checkt den Link in der Beschreibung aus und wir machen weiter mit der Reaction. Ja, wir Männer sind da einfach profaner. Ja, völlig. Also ich meine, okay, wir würden, denke ich, vielleicht mal so den besten Freund noch mal... Obwohl, nee mache ich auch nein, nicht. Nein, nicht. Echt? Nein. Wenn der jetzt zufällig da also wäre, wenn, dann... Wenn ich ein Date hätte, ja, dann würde ich höchstens meine Frau sprechen. Oder Frau fragen, was ich anziehen soll. Witzboll, war witzig. Ja, ich frage auch vor meinem Date meine Frau. Best Memories. Hallo, mein Name ist Timo, 23 Jahre alt. Ein Blind Date hatte ich noch nie gehabt, deswegen bin ich sehr gespannt, was da heute auf mich zukommt. Timo sieht schnieke aus. Sieht schnieke aus? Ihm könnte auch so ein O2 M-Boost-Tarif stehen, würde ich sagen. Hallo. Hallo. Servus. Herzlich willkommen. Ich komme gerade zu euch. Sieht auch gut aus, so. Ja. So gut. Ja. Als ich da saß und er reinkommt, das war schon mal erstmal so, er sieht gut aus. Das ist doch schon fast Liebe auf den ersten Blick, liebe Freunde. Das ist doch schon fast Liebe auf den ersten Blick. Hi. Hallo. Servus, hi. Hallo. Timo. Ronja. Ronja. Ja. Ich bin bestimmt merken. Er war groß. Er hatte ein nettes Lächeln. Er kam direkt sympathisch rüber. Dir geht's gut? Ja. Dir auch? Ja. Die Aufregung war natürlich riesig gewesen, als ich reingekommen bin. Genau, weißt du, auch Durst. Er redet ein bisschen wie Ellie Geller, dieser Streamer, der hier. Gäh? Also für alle, die den kennen, seht ihr, was ich meine? Denkt ihr das Gleiche wie ich? Ich kann mich doch gar nicht überraschen. Also, ein Cocktail. Ja. Irgendein. Ja. Ich müsste wissen, was ihr sonst so gerne trinkt. Seid ihr eher so ein süßer, säuerlicher Typ? Also Cocktails lieber so sauer dann. Hart. Was ist denn hart? Ja, hart viel Alkohol, also. Okay. Wo kommst du her? Aus Wiesbaden, und du? Wiesbaden. Ja. Eigentlich auch. Nee, Wiesbaden. Eigentlich kennst du Flörsheim. Echt? Ja. Aber Flörsheim ist eher so ein bisschen kaffiger, oder?
kaffiger. Das Wort für Kaff, warte mal, kaffiger. Kaffiger, oder? Das ist wie wenn man cringe in eine Mehrzahl packt und sagt, das ist ja viel cringier. Das liegt ja ein bisschen nördlicher. Kaffiger. Kaff. Also, dass er vom Dorf kommt, hat mich nicht direkt abgeturnt. Ich habe absolut nichts gegen Menschen, die vom Dorf kommen. Gar nicht. Natürlich hat es mich ein bisschen geärgert. Aber es ist natürlich so kleines Necken, was mir auch immer gefällt. Oh, ihn hat es aber tatsächlich, ihn hat es persönlich berührt. Also der Bruder, den ist das angegangen. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich bin sehr euphorisch. Doch, mir geht's super. Das ist doch toll. Dann haben die beiden sich doch, also bin ich gespannt, wie die beiden sich jetzt im Laufe des Dates verhalten. Und hast du noch weitere Sachen so, hobbysmäßig? Motorrad fahren, ja. Du fährst Motorrad? Ja. Richtig cool. Du? Ich nicht. Ich wollte damals mal einen Führerschein machen. Ich bin halt super tollpatschig und ich glaube, ich hätte mich nur verletzt. Na gut, ist doch nicht so gut. Nee. Ich dachte, die Unfälle spare ich mir dann. Das ist schon was richtig Nices. Mega Spaß. Dass er Motorrad fährt, fand ich gut. Weil, keine Ahnung, das spricht ja schon dafür, dass er schon risikofreudig ist, so ein bisschen abenteuerlustig. Ist auch schon so ein bisschen männlich, dieses Riskante. Ich wollte mir eh auch ein Motorrad holen. Jetzt in letzter Zeit habe ich eh drüber nachgedacht, ob ich mir mal die eine oder andere Maschine halt zulege. Das habe ich auch nie gehabt zum Blind Date. Du auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin positiv überrascht. Ich auch, das stimmt, ja. Haben wir noch nicht gesagt, ja. Aber nee, gefällt mir. Haben wir noch nicht gesagt, was du wüsste. Also Ronja hat mir am besten gefallen, dass sie so offen ist, sehr selbstbewusst, auch das Gespräch mit... Ihre Ausstrahlung ist anders, ne? Stellt euch mal vor, ich würde die ganze Zeit hier so sitzen und so lachen, Alter. Die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit auf den. Die ganze Zeit so... Leute, das Leben ist einfach nur geil. Und ich liebe es. Und oh mein Gott, er fährt Motorrad. Krass, ey. Die sind ja... Ich versuche jetzt mal die ganze Reaction durchzulächeln. Das ist krass. Ich merke direkt, ich krieg bessere Laune, weil wenn man die Mundwinkel halt, wenn man das macht, das tut dem Gehirn zusenden, dass man gut drauf ist. Und ich mache das jetzt die ganze Folge durch, Leute. Das wird so eine geile Folge. Oh mein Gott. Das waren jetzt so die besten Punkte. Und gefällt mir. Geisteskrank. Dann einmal der Kürbis. Ich hatte den Kürbis. Teil Scotland. Sie hatte ihn. Schauen wir mal rein. Oh, das sieht überhaupt nicht lecker aus, finde ich. Ich finde, es sieht wirklich gar nicht lecker aus. Aber ich wünsche den beiden trotzdem guten Appetit. Also, ich weiß nicht, hast du jetzt so eine Vorstellung von deiner Traumfrau? Sie sitzt mir gegenüber. Du bist meine Traumfrau. Das ist die Antwort, die wir brauchen, mein Bro. Oh, das muss halt für mich passen, so. Das sag ich halt immer. Also, das ist eine gute Antwort. Das muss passen. Doch, das ist wirklich eine gute Antwort. Ist halt, also ich habe halt nicht diesen typischen Frauentyp, ich jetzt blond, braunhaarig. Also gar kein Typ. Mhm. Gar nicht. Nee, also früher habe ich immer gedacht, blond so. Mhm. Dann hast du mich gesehen und dachtest jetzt so, nee, doch nicht. So sieht's aus, ja. Bei dir hast du so einen speziellen Typ, oder? Ich habe immer gesagt, der muss groß sein. Wenn wir jetzt über das Äußerliche reden. Ja, du bist groß. Ja. Na, du bist sogar eine Riese, bist du. Also du bist ja wirklich schon fast zu groß. So äußerlich habe ich jetzt nicht, glaube ich, einen speziellen Typ. Es geht dann eher darum, so charakterlich. Ja. Ich brauche schon jemanden, der weiß, was er vom Leben will und so Ziele hat. Die auch durchzieht. Okay, sie lacht nicht mehr. Ich höre jetzt mal auf, auch zu lachen, weil langsam tut es mir weh. Dass sie so ehrgeizig ist, ist mir auch wichtig. Und dass sie auch ihre Ziele erreichen will, das gefällt mir sehr gut, ja. Können wir zusammen an den gleichen Zielen am gleichen Strang ziehen, können zusammen halt gucken, wie wir den besten Bausparvertrag finden, uns ein Haus bauen, Kinder produzieren, in Produktion, Massenproduktion reingehen, Kindergeld abstauben und ja, Bauchbeine, Po noch. Er hat sie gefragt, ob sie einen Typen Mann hat und dann meinte sie, nö, ich muss halt vom Charakter her überzeugen. Also sie weiß schon sehr genau, was sie will. Definitiv. Und er ist, glaube ich, noch nicht so ganz bereit dafür. Aber sie sind, also sie, ich habe den Eindruck, sie ist sehr flirty schon. Also sie ist schon so mit Blicken, Worten so dran und macht und tut. Ich glaube, das ist ganz gut. Doch. Ich glaube, doch. Ich übernehme es auf jeden Fall. Dankeschön. Kein Problem. Gerne. Ich glaube schon, dass ich bei Ronja gut angekommen bin. Aber das werde ich natürlich jetzt am Ende sehen, beim letzten Gespräch. Hast du alles? Vorgehen. Dankeschön. Schon vorbei, Alter. Wenn ihr toll findet. Weiß ich nicht.
Dann tobt euch noch kurz aus. Fotobox. Aber der wird nichts machen, niemals. Ich glaube, sie ist so eher, wenn dann die, sie wäre eher die Aktive. Also wäre sie jetzt, also ihr wisst, wie ich meine. Sie wäre eher die, die den ersten Schritt macht, bevor er den macht. Was ist so Privatsphäre? Ja, ich würde schon sagen, dass ich vielleicht so ein bisschen mit ihm geflirtet habe. Safe. Das war schon fast zu viel, finde ich. Also ich finde, man hätte es auch ein bisschen runterschrauben können. Bisschen, ja. Weiß ich nicht. Muss ich den Arm nehmen, oder? Nein, ey! Nimm mich in den Arm. Ey! Okay, du musst draufdrücken, deine Beine sind länger. Ich fand's eigentlich ganz süß so. Auch, dass er gefragt hat, fand ich gut. Ready? Ja. Das geht doch. Der hält sie aber am Arm wie so ein Sack Reis. Der hat so den gemacht. Statt zu den, kennt ihr diesen? Ach, man sieht's hier eh nicht, Digga. Was zeige ich überhaupt? Ich will gerade einfach nur so tun, als hätte ich's besser gemacht. Einfach, einfach so. So, was sagt ihr? Zweites Date, ja oder nein? Ich stopp jetzt. Schreibt's jetzt in die Kommentare, was ihr denkt. Ohne Schummeln. Zweites Date, ja oder nein? Schreibt's jetzt. Schreibt rein. Ich bin gerade bei Minute so und so viel und ich sage, sie gehen auf ein zweites Date. Oder ich sage, er wird sie korben. Oder andersrum. Oder wie auch immer. Ich bin jetzt gespannt. Ich drücke jetzt weiter, okay? Ich sag, by the way, ja. Ich sage von ihm auf jeden Fall, von ihr vielleicht. Okay, soll ich mal anfangen, oder? Ja, also mir hat das Date sehr gut gefallen. Es war eine sehr offene Stimmung, hat eigentlich keine unangenehmen Pausen gehabt. Und ja, ich würde schon gerne wiedersehen mal. Ich schließe mich an. Ich fand das Date auch sehr schön. Wir haben uns gut unterhalten, hatten keine komischen, schweigenden Momente. Ja. Haben viel zu lange gegessen, aber... Das stimmt, ja. Ja. Aber wir haben uns gut unterhalten dafür. War trotzdem gut, ja. Ja. Das stimmt. Also ja. Ich habe jetzt bei ihr kein genaues Ja rausgehört. Okay, super. Mal gucken, ob ihr alle richtig lagt oder nicht. Ich bin gespannt, wenn ich mir die Kommentare durchlese. Timo und Ronja hatten ein zweites Date bei Timo zu Hause. Sie haben einen Film geguckt und zusammen gegessen. Oh. Momentan haben die beiden weniger Kontakt, da beide viel zu tun haben. Naja, sie haben zu Hause einen Film geguckt und was gegessen. Nee, das ist mir zu viel. Da ist bestimmt auch ein Kuss gefallen. Nein, ey, wie geil. Okay, momentan haben die beiden weniger Kontakt, ist natürlich doof. Aber es heißt nicht, dass es vorbei ist bei den beiden. Das heißt, da ist immer noch alles offen. Da ist noch Luft nach oben. Und ich wünsche es den beiden natürlich. Auch wenn ich vielleicht ein bisschen Auge gegeben habe. Nein, Leute, ihr wisst, alles nur mit Humor nehmen. Hier kommt jeden Tag ein neues Video, 14 Uhr online. Deshalb abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns morgen wieder, 14 Uhr, würde mich sehr freuen. Beziehungsweise heute kommt um 18 Uhr, eigentlich sollte heute um 18 Uhr auch noch eine zweite Folge Schwiegertochter gesucht kommen. Also lohnt sich. Checkt das Ganze ab. Bis dahin, haut rein. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.